Alter! Alter! Jetzt ist der David hier. Vielleicht kann der auch ein paar Worte dazu sagen. So, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Nissan Navara Widebody. Bitte zu Ende gucken auf jeden Fall. Da könnt ihr sehen, wie das ganze Auto so ein bisschen mehr Carport und so weiter und so weiter. Also, so, was haben wir hier umgebaut? Den Frontgrill, ja? Da haben wir so ein bisschen anders als auf dem Projekt gebaut, ja, dass wir so Lüfterlässe hier gebaut haben. Auf dem Projekt war es minimal anders. Ne? Motorhaubenaufsatz, ja, da haben wir so zwei kleine Löcher eingebaut, dass das Wasser auch abfließen kann. Ja, weil viele haben sich gefragt, ah, das ist ein Wasserfänger oder Aquarium oder was auch immer. Ja, nein, das ist kein Aquarium. Ja. Frontspoiler, ja, der Frontspoiler, der geht bis hier hin, ja, ab hier kommen die Rahmen, ja, sieht brutal aus, guck mal, sieht schon echt gut aus. Hier, original Nissan Logo, passt perfekt rein, klick, fertig. Die Kamera, ja, wir müssen das Nissan Logo extra quasi hier lassen, weil hier ist eine Kamera eingebaut und man darf die nicht die Höhe oder die Tiefe oder sonstiges verändern, sonst hat man falsche Werte, ne? So, steh mal auf kurz. Nicht drum sitzen. Ah, war so schön. die Leuchte auf dem Dach haben wir auch gebaut. Ne? Die funktionieren wie ganz normale, übliche Tagfahrleuchten. Ja? Wenn quasi man die Zündung anmacht, leuchten die ganz stark. Ja? Macht man das Licht an, abends leuchten die ganz leicht. Ja? Also auch während der Fahrt abends sieht das cool aus, weil die so schön leuchten. Verbreiterung vorne, Verbreiterung hinten. Wir haben die Heckverbreiterung auch mit dem Ausschnitt Tankdeckel gemacht, ja, dass das quasi alles eine Fläche ist. Es gibt viele Hersteller, die für Pickup Verbreiterung bauen. Erstens haben die so eine dicke Gummidichtung hier dazwischen, ja, wofür auch immer. Ja. Wir haben das so schön sauber eingebaut. Guck mal hier, so schön alles eingebaut, guck mal, bis unten durch, ja, dass wir keine Gummidichtung brauchen. Ne? Im letzten Video gab es so eine Diskussion, Belzec braucht kein Gummi. Nein, ich brauche kein Gummi. Wir machen das direkt auf die Karosserie. So, weiter geht's. Die Heckschuhstange, oder nennt man das Heckschuhstange? Die kleinen Dinger, also Heckschuhstangen-Ecken vielleicht, ja. Das haben wir jetzt mit Gitter schon zugemacht, dass man da nicht durchgucken kann. Weil dahinter ist die Anhängerkupplung und der ganze Zeug, was man nicht sehen sollte. So, Spoiler, guck mal hier. Prior Design. Prior. Könnt ihr sehen? Schön, ne? Damit ihr auch wisst, dass das auch von uns ist. Der hat noch einen schönen Dachspoiler, so eine Dachkantenspoiler, aber sieht man nicht, weil er die Bügel aufsatz. Ja, genau, Pickup-Bügel drauf hat. Ja. Es gibt zwei Versionen von dem Nissan Navara. Einmal dieses ältere Modell, also das ist quasi der. Der hat keinen Ausschnitt für AdBlue auf der Beifahrerseite, auf der rechten Seite. Und es gibt welche mit AdBlue, haben wir auch. Also wir haben für beide Versionen dieses Bodykit gebaut, deswegen kein Problem. Und das ist der von uns. Den haben wir von dem Autohaus Brömmler bekommen. Ja, Nissan Autohaus Brömmler. Und den bauen wir auch um, ja, quasi so. Und den dürfen wir fahren und testen und machen und tun, was wir wollen. Fast. Kein Blödsinn, aber so testen, normale Testfahrten und so weiter dürfen wir machen. Und deswegen werden wir demnächst auch den umbauen von uns. Ja, guck mal, der hat sogar meine Kennzeichen. STAB 2300. Das stimmt nicht. Ja, das heißt ST Autohaus Brömmler. Ja, das habe ich, wo ich die Kennzeichen bekommen habe, habe ich echt gefreut, weil die gesagt haben, das sind meine Initialien. Aber die haben mich so ein bisschen veräppelt. Die haben gesagt, nein, das heißt Autohaus Brömmler. Ja. Und ich habe mich so gefreut. Ich habe gesagt, oh mein, machen die nicht. Weil bei Hyundai haben die das gemacht, ne? Bei dem i30N haben die PD-Kennzeichen gemacht. Das fand ich echt cool. Nochmal vielen Dank. Sollen wir eine Runde fahren, Norm? Let's go. Let's go. Also die Kupplung kommt sehr spät. Erste Fahrt mit dem Navara auf der Straße. Mit dem Navara. Auf der Straße. Auf der Straße. Ja, genau. Da war ja was. Da waren auch Videos, wo wir mit dem David von Pure Energy ein bisschen, nein, unsere 5 Minuten hatten. Und wenn Männer 5 Minuten haben, das kann nicht gut ausgehen. Deswegen ja.
Hier scheint das Ding hier auf dem Deckel, weißt du? So. So. Wir hatten selber einen Nissan Navara. Ja. Vor 3 Jahren, glaube ich. Und der war Automatik. Der war viel, viel, viel besser und angenehmer zu fahren als der hier. Ja, nur mein Empfinden. Ja. Ja, so ist das. Wir fahren den Diesel, die Dieselversion, die große. Und ja, ich bin gespannt, wie der fährt, auch nach dem Umbau. Der ist ja immerhin viel, viel breiter als original. Der hört sich schon an wie ein Panzer. Aber das sind die Reifen, die so ein komisches Geräusch machen. Gut, ist kein Rennsemmel, aber ich glaube, mit dem kannst du dir hier und da aus der Patsche helfen, wenn du hier, boah, ist heiß hier, wenn du hier irgendwie auf Gelände oder im Gelände unterwegs bist. Ach, guck mal, da 6 Gänge und eine Rakete. Grüße hier an den David. Ja, David. Wir testen mal. Ja, ist das R für Rakete? Nein, also der fährt sich echt für Pickup sehr, sehr, sehr gut. Wir haben den gleichen damals gekauft und hat auch einen Spaß. Aber irgendwie habe ich da keinen großen Markt gesehen. Das war ein sehr, sehr großer Fehler. Ja? Weil der Markt ist sehr gut für diese Pickups da. Der hat auch eine perfekte Größe, ja. Also wir haben den Mercedes X-Klasse gehabt und den Nissan. Also ich habe schon beide Autos gehabt. Und wenn ich ehrlich sein soll, ich weiß jetzt, wenn mich viele killen, aber der Nissan ist ticken besser. So ein bisschen aufgeräumter, glaube ich. Ich meine, es ist nicht böse gegen Mercedes, ne? Der Motor war von Nissan, alles was von Nissan. Also wenn ich ehrlich sein soll, ich habe mir das Auto gekauft. Und war enttäuscht. Ich habe den Mann gemacht, ich habe gesagt, das ist mein alter Nissan, nur eine Außenhaut von Mercedes. Das fand ich so ein bisschen komisch und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige. Jo, Auto fährt geil, optisch bombastisch, ne? Gelände bombastisch. Und mit dem David waren wir bei den Geissens im Skiurlaub, im Fallberg, und wir hatten echt viel Spaß. Also wer das Video noch nicht gesehen hat, der kann sich das wirklich unbedingt angucken. Wir sind nämlich mit dem Pickup hier im Schnee hängen geblieben. Das war nicht extra. Dann haben wir versucht, Achtung, mit einer G-Klasse da rauszuziehen, ging nicht. Ja. Dann kam ein Kumpel vom Robert und hat einen Rennschauer geholt. Ja. Dann ging es am Anfang nicht, aber dann haben wir es hinbekommen, dass quasi der Rennschauer alles rausgeholt hat. Letztens saßen wir mit Norm und haben festgestellt, wir brauchen ein paar geile Klamotten. Da haben wir uns sehr viel Gedanken gemacht, wie, wer, was, von wem und wofür und warum. Ja, wir waren auch in Dresden letztens 2 Wochen. Da haben wir auch eine Firma gefunden, auch die Dinger baut für uns oder produziert. Baut nicht, produziert. Aber heute fahren wir kurz zum Frank nach Moers und der macht uns so die ersten Designs, die wir gemacht haben, einfach so ein Aufdruck, und dann schauen wir, wie sieht das aus, so live. Ja, echt gespannt. Ich freue mich wirklich, weil ich glaube, das Design ist gut. Auto hat wirklich alles. Schöne Anlage, ja, also die hört sich wirklich super an. Tacho, klar, mittlerweile ist alles digital auf dem Planeten. Der hat noch alles analog, aber ist immer noch ein Pickup. Schiebedach. Ne? Ja, alles da. Platz hinten genug. Ja. Also da kann man wirklich nicht meckern, dass das Auto irgendwas nicht hat, ne, was man braucht. Da hat sogar viel zu viel. Oder viel, da hat sogar viel mehr, als er wirklich braucht. Ne? An Ausstattung für ein Pickup. Also das ist mehr Straßenauto als Pickup, finde ich, optisch. Ich absolut alles drin. Mehr braucht man nicht. Lenkrad schön aufgeräumt. Ja, hier, guck mal. Ist ein bisschen dünn. Ja, für so ein Pickup braucht man eigentlich so einen Klotz. Ja, hätte ich mir so ein bisschen dicker vorgestellt. Aber sonst ein schönes Auto. Im Großen und Ganzen ein schönes Auto. Hier. Class Go haben die alle.
Ne? Finde ich sehr gut. So, lass aufsteigen und gucken, wie die Klamotten sind. Jawohl. So, meine Damen und Herren, ich habe meinen neuen Pulli abgeholt. Sieht cool aus, oder? Ja. Ja. Sieht cool aus. Ne? Warum LA? Weiß jemand, warum Los Angeles? Weißt du das überhaupt? Warum? Nein. Nein? Weißt du das oder weißt du das nicht? Der Norman ist ja nämlich noch nie so lange bei uns. Ich weiß es nicht. Wirklich nicht? Oder machst du Spaß? Ich weiß es nicht. Wir haben seit Mai 2019 haben wir ein Gewerbe in Los Angeles. Wir hatten vor, in Los Angeles einen Laden aufzumachen, aber da kam was zwischen. Ja? Wir haben letztes Jahr uns gekümmert um alle möglichen Unterlagen, Papiere, um Gewerbe und so weiter. Das haben wir alles soweit durch. Dann kam der Robert Geis und hat, oder wir kamen zusammen, ja, auf einen Nenner. Und ich fand das cool. Und deswegen bin ich hier geblieben. Ja, aber eigentlich wollten wir nach Los Angeles nicht auswandern, aber den Laden aufmachen. Und ja, jetzt machen wir erstmal die Geschäfte mit Robert Geis. Sehr guter Mann, sehr netter Mann, sehr nette Familie überhaupt. Wenn alle so fair und so sauber wären auf dem Planeten wie die Familie Geis, dann hätten wir gar keine Probleme mehr, ehrlich jetzt. Schon wieder ein Hyundai i30N. Mhm. Da vorne war ein weißer, jetzt war ein grauer. Also ich habe das Gefühl, jeder hat so ein Ding. Ich meine, zu Recht, ehrlich jetzt. Zu Recht, ja. Preis-Leistung, bis jetzt glaube ich, Unschlagbar. Also das beste Auto, was wir bis jetzt hatten, vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Ne? So. Weißt du, was ich gerne fahren würde? Ja, Ford Raptor. Heißt der Raptor oder Raptor? Ford Raptor. Raptor. Muss mal gucken, wenn es sowas hat. Ruf mich mal an und sag, halt, stopp, gib uns einen Raptor. Ja, okay, das muss man ändern. Ja. Geht die? Ja, müsste. Hupe ist, aber nicht wo Hupe steht. Achtung. Zeig mal, Hupe ist, wo Hupe steht. Nee. Cool, war, hab ich mich selber erschrocken. Eigentlich sollte das nicht gehen. Aber jetzt Hupe, lieber nicht Hupe, dann fällt der Fahrrad weg. Die haben sich auch erschrocken. Die haben sich auch erschrocken, ja. Entschuldigung. Wo fährst du? Hier Halle? Oder wohin? Nee, ganz normal, Bühne ist frei. Ja, warum sagst du das nicht? Hab ich. Warum hörst du mir nicht zu? Kamera, guck mal, 360 Grad Kamera, geiles Ding. Ehrlich, das kostet extra hier Aufpreis normalerweise. So, es gibt, wie gesagt, diese Fernbedienung, da steht Hupe, dicke Hupe, und zwar, ich glaube auf A. Der pumpt ganz lange, ne? Ich mache, wenn er aufhört. Na, meinst du, kommt der jetzt? Ja, ich habe drauf gedrückt, aber ich weiß nicht, ob das Signal das immer noch läuft oder auch nicht. Deswegen, aber der ist scheiße laut, wirklich. Das ist eine dumme Fernbedienung. Was? Geh mal näher ran. Stell dich mal vorne an den Kühlergrill. Nein, mal selber. Das Ding ist so laut, auch wenn man weiß, ja, dass er gleich kommt. Das erschreckt sich wirklich. Kurva! Alter! Siehst du, das mein. Ich weiß, dass es kommt. Ich weiß noch nicht, Mann. So, meine Freunde, der David holt seinen Pickup heute ab. Wir sind nämlich mit der Entwicklung fertig. Und ja, jetzt am Ende machen wir so ein bisschen kleine Carporn. Und vielleicht kann der David 1 bis 2. Ja, vielleicht so anderthalb Sätze dazu sagen. Der darf nur die Sätze sagen, für die der bezahlt worden ist, wirklich. Ja, ja, alles andere darf er nicht sagen. Das ist, wenn zwei Polen sich treffen. Ne? Nö, was sagst du, David, zum Auto? Gefällt dir das, gefällt dir nicht? Ganz ehrlich, ziemlich geil. Ich habe keine Zeichnung bekommen, ich durfte nicht sehen. Andreas hat gesagt, er macht etwas. Es ist ja kein Geheimnis, dass ich die Autos mag. Der GTS ist so mein Favorit gewesen, der 458. Dieses Markante, das, was Priore sein eben ausmacht. Das ist so genau das, was mir auch gefällt. Nur konnte ich mir nie vorstellen, was man aus dem Navara rausholen kann. Das Auto sieht immer so harmlos aus,
hat irgendwie nichts aus den USA, aber soll irgendwie so ein bisschen USA-Flair nach Deutschland bringen. Hat es irgendwie meines Erachtens nicht geschafft. Nach Kaplinfurt, aber ja. Ich glaube, das, was jetzt hier steht, ist ja schon eine echt geile Lösung. Ja? Ja, sehr schön. Aber der hat das schon ein bisschen vorher gesehen, ja. Oder vielleicht guckt ihr meine Videos nicht, aber die ganze Entwicklung haben wir ja hier gezeigt. Ne? Nur das fertige Ergebnis noch nicht. Als wir über das Thema unterhalten haben, also das gibt mir dein Auto, habe ich gesagt, ja, komm, ich habe ein bisschen Angst. Du hast gesagt, nee, komm, ich mach. Da wusste ich ja nicht, was auf mich zukommt. Im Video, als ich das gesehen habe, klar, also da dachte ich mir schon, wird gut. Du fährst und berichtest. Alles klar. Kannst auch ein cooles Video machen und dann kann man berichten. Richtig. Ne? Vergesst nicht, ne? Glocke aktivieren, ihn abonnieren. Genau so ist das. Ne? Wodka pur, komm. Wodka pur. Tschüss. Machst du einen Kapon? Nee. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Calling your phone, why you not hitting me back? Please just pick up, don't wanna go tip for tat. Arguing night, versus this, then it's that. Killing my vibe, now I'm writing this rap. This is not another love song. Girl, you got me and me sprung on. Loving like you know your pick stick. Curl me crazy like I did some. Really knew you was the one, no. Now you're wanting to be done, so. Help me tie it like a zip tie. Now you're running on a run. Why you not hitting me back? Please just pick up. Don't wanna go tit for tat. Arguing night versus this.